Wenn die Liebe dieses eine wäre, das uns und die Welt zusammenhält, sie wäre Königin der Könige, denn ihre Macht wäre unendlich, da sie in alle Winkel reichen zählt. Darf ich Sie daran erinnern, dass schon die Madame Rojard anlässlich meiner Uraufführung von Arsila mir geistig um Nacht gesagt hat? Täubchen. Mein lieber Freund, ich glaube, das wird nichts nützen. Sie will nichts mehr von mir wissen. Aber Sie sind doch der größte Dichter des Kontinents. Wie können Sie so lange müßig gehen? Es ist doch an der Zeit, Racine wieder auf die Schulbank zu schicken. Sie fürchten sich vor Molière und behaupten gleichzeitig, Verstand sei jedem zugänglich. Benutzen Sie ihn! Sie wissen genau, Molière und ich, wir haben uns getrennt. Ich bin ihm zu Ehren. Erinnern Sie sich, als wir vor 2 Jahren Racines Alexander den Großen gespielt haben? Racine? In das Höchste. Suchen wir sie und finden wir den größten Dramatiker. Sie denken an eine Tragödie? Nein, Sie denken an eine Tragödie, meine... Mädchen-Team, Junge-Team, war ich klein geschrieben. Warst du wieder bekifft? Ich nehme keine Drogen. Auf dem Schulhof erzählt man sich auch was anderes zu benutzen. Gut. Team. Dann eben Team. Ihr seid kein Team! Für ein Team, da fehlt euch alles! Sag mal, Carsten, hast du was mit Claudia? Wer von euch ist Claudia? Natürlich nicht. Aber du hättest doch bestimmt gerne. Hier. Die Handys haben leider keinen Empfang. Das kann wohl nicht wahr sein. Hallo, das kann ich euch einfach nicht.
Sonst verdiente sie viel Lob. Namentlich, weil sie die kleinen Meeresprinzessinnen so liebte. Die Töchter ihres Sohnes. Und dass sich die Seeleute nicht davor fürchten sollten, dort hinunterzukommen. Aber die Seeleute konnten die Worte nicht verstehen. Sie dachten, es sei der Sturm. Die kleine Meerjungfrau fand, dies sei einmal eine lustige Fahrt. Ja, Pa, es ist arschkalt, darf ich baden gehen? Ja. Pa, darf ich eine Tüte Marshmallows essen? Ja. Pa, ich zieh mir jetzt die Wimpern raus, ja? Ja. Ich geh nicht zum Arzt. Doch, du gehst. Ich geh nicht zum Arzt. Doch, du gehst. Ich geh nicht zum Arzt. Er stinkt aus dem Mund. Er stinkt nicht. Er stinkt aus dem Mund. Er stinkt. Du gehörst zur zweiten Sorte. Titus, wir sehen uns nächste Woche wieder und denk an den Helikopter, ja? Dann kribbelt es so in meinem Bauch. Ein Ameisenhaufen in meinem Bauch. Die Titten. Große Titten. Kleine Titten. Hängetitten. Hat mich mal wieder vergessen. Das dritte Mal dieses Jahr. So stand ich da